So. Mal gucken, wen haben wir hier denn noch alles? Lauter Pilger. Hi, Leute. The Absolute herself called us here. They cannot stop us from seeing Zorel now. Okay. Not all of us survived the shadows to stand here. My wife, my sons, they were unworthy. Okay. Das ist ja ein richtig fröhlicher Haufen hier, würde ich sagen. It's Rower you want. We only talk when you've misbehaved. Die sind ja alle richtig gesprächig hier. Du scheinst noch ein weiterer Händler zu sein. A new face come to bask in the light of the Absolute. How can I be of service, true soul? Folgt ihr der Absoluten? Blessed by association, let's say. I come to pay proper respect to a new power. I bow, but the Zentarim prefer to look their business partners in the eye. Doch die Zentarim sehen ihren Geschäftspartnern lieber in die Augen. Ah! Die Zentarin haben sich also mit den Absoluten verbündet. Joaquin's clipped coins? No. Faith is an overflooded market. Transport, however. These faithful folk need some goods moved into the city. Our ships are obliging. Quietly. Dieses Symbol kommt mir seltsam vertraut vor. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Restfreunde im Akt 1 übrig gelassen. Oder auch nicht. Ihr helft dem Kult gegen Bezahlung, sich zu vergrößern. Ihr widert mich an. Das sollten wir vielleicht aktuell noch nicht sagen. Schmuggelei, ich mach mit. Ach komm, lass erst mal sehen, was du hast. Vielleicht hast du was Sinnvolles dabei, was ich jetzt sofort mitnehmen müsste. Hut der Schützen. Treffsicherheit. Du hältst einen Bonus von plus 1 auf Fernkampfangriffe und geworfene Angriffswürfe. Was hat er auf dem Kopf? Ein Schatten gehüllt und du hattest, glaube ich, noch irgendwas Zweites, was du zwischendurch nutzen konntest. Der Hut klingt nicht so schlecht. Ach komm, 28 Gold, her damit. Ob ich ihn hinterher wieder wegverkaufe, ist ja was anderes, aber Schaden tut's vielleicht nicht. Das sind Schatten gehüllt, nutze ich tatsächlich erstaunlich selten. Und die drei temporären Trefferpunkte, naja, weiß nicht. Muss auch nicht unbedingt sein. Blutige Zweihandaxt, unablässige Rache. Wenn der Anwender maximal 50% seiner Trefferpunkte hat, bewirkt er zusätzlich Schaden. Okay. Dann dürfte ich sie aber nicht heilen, zumindest nicht so viel. Das eins auf Initiativwürfe. Böser Drachenodem. Gegner sind bei Rettungswürfen gegen deine drachenblütige Odem-Waffe im Nachteil. Ich glaube, das ist für unseren Trupp jetzt nicht so hilfreich. Uns fehlt da so ein Drachengeborener. Goldnestlingsstab. Ein Feuerpfeil ist mit drauf. Na gut, das Eisstab ist definitiv besser. Das sind nur irgendwelche plus 1 Sachen. Naja. Monsterschlechter Kleve. Diese Waffe bewirkt bei Gegnern des Monstertyps zusätzlich Schaden. Weiterentwickelter Sprung. Die Sprungreichweite ist um 1,5 Meter erhöht. Ich glaube, das lohnt sich bei ihr nicht. Nieferfehler. Magisches Geschoss mit dazu. Okay, ich glaube auch, das lohnt sich jetzt nicht so. Aber vielleicht eine gescheite Rüstung? Irgendwas Sinnvolles? Nö. Nö. Hier ist was Lilanes. Geschärfte Fanglinken. Kyras, mittlere Rüstung, exotisches Material. Füge deiner Rüstungsklasse deinen kompletten Geschicklichkeitsmodifikator hinzu. Kreaturen sind bei Rettungswürfen gegen Angriffe und Zauber von dir, die festgesetzt bewirken, im Nachteil. Festgesetzt? Was ist denn? Festgesetzt? Festgesetzt. Kann sich nicht bewegen. Angriffswürfe gegen die betroffene Kreatur sind im Vorteil. Zustand festgesetzt. Okay. Schaut irgendwie neckisch aus, wenn man das so untersucht. Was hast du denn für eine Rüstung an? Einfach eine Fellrüstung. Plus 1 Geschicklichkeitsrettungswürfe. Das könnte man sich vielleicht nochmal überlegen, aber ich glaube, das mache ich erst später. So viel Unterschied macht es dann doch nicht, dass es sich jetzt lohnt, so viel Kohle auszugeben.
Ein Kettenpanzer. Das sind also Standardsachen. Virulentes Gift. Gehässiger Schall. Wenn der Träger bei einer Kreatur mit Widerhall Schaden bewirkt, wird sie benommen, wenn ihr kein Konstitutionswurf gelingt. Stimmt, du hast ja kein Geld. Da kann man schon mal geizig sein. Man muss es ja auch nicht komplett rauswerfen, sonst habe ich wirklich keins mehr. Handschuh der Vernichtung. Der Träger erhält +1 Bonus auf Angriffswürfe und seine waffenlosen Angriffe. Ja gut, okay, das brauchen wir nicht. Hatte ich nicht irgendeinen mit Widerhall? Da muss ich nochmal gucken. Wenn ich irgendwo was mit Widerhall habe, könnte das vielleicht auch sinnvoll sein, aber... Es haut mich jetzt alles nicht so sehr aus den Socken. Ja, ja. Mir war es keine Ehre. Hatte ich jetzt nicht was geholt? Da. Die Mütze geht an Astarion. Und wir sortieren nochmal ganz kurz. Lieber Astarion... Nein, wir lassen ihn nicht so rumlaufen. Das schaut ja scheußlich aus. Ja. Da, weg damit. Das muss dann doch nicht sein. Ja, total sexy, definitiv. Oh Gott. Also die Mützen schauen hier schon teilweise... Ja, kann man sich nicht zurückhalten. So, wir haben hier also zwei Händler, denen man dann den ganzen Schrott noch angedeihen lassen kann. Rette die Tieflinge. Oh, oh. Ob ich die Tieflinge einfach so gerettet kriege, ohne dass hier alle auf mich losgehen? Schauen wir uns mal... Da eine Treppe, okay. Steht irgendwas... Oh. Kann es sein, dass die auch alle gleich aussehen? Das letzte Mal... Meat sounds above. Here. Rettungswurf gescheitert. Bist es du? Ich glaube, das bildest du ja ein. No. Meg only small. This huge. In walls above. Maybe. Whole tower. You find meat, you share. Okay. Glaube ich. Don't mind Meg and her meat sounds. It's just her brain slopping around in her skull. Oder es sind die Würmchen, die gerade durch dein Gehirn. Out in the war camp, Trousseau. I know we're all one under the absolute, but you do not want to bunk with an ogre. Ja, das glaube ich irgendwie. Keine Ahnung. Wir machen mal lieber einen längeren Bogen um sie drumherum. Tschüss. Hier kann man nicht hochklettern, okay. Kann man hier außen rumlaufen? Ja, kann man. Sehr schön. Das sieht ja richtig stark. Ich glaube, es gibt Leute, die über solche Sachen im realen Leben problemlos drüber laufen können. Ich habe theoretisch keine Höhenangst, aber das hier würde ich trotzdem nicht tun. Gehirnschinderlarve. Hi, Kitty Cat. These are the stalking grounds of Steelclaw, furless one. Tread lightly. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Ich will nicht sagen, aber das schaut aus wie eine Nacktkatze. So viele Haare haben Nacktkatzen auch nicht, oder? Riecherzeug, man nennt sie Larve. Ermordet jeden, den ihr findet. Die Parasiten sind gefährlich, haltet Abstand. Entschuldigt, ihr heißt Stahlklaue? Kriechzeug. Gehört meine Aufmerksamkeit dem Kriechzeug, das ich jahre. Oh Gott. Nette Truppe da, oder? Ja, total nett.
Ach, das ist doch lustig, wenn solche Wege mit durchsichtigen Platten. Nein. Wobei mit durchsichtigen Platten. Ich könnte nicht gerade drüber laufen, aber mit allen Vieren würde ich es vielleicht versuchen. Mit einem Crack-Effekt. Oh je. Nein, dann würde ich es nicht tun. Okay, Kriegzeug, das nennt Their man name Lava. matters not, merely their demise. I braved Freund. lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many and will butcher many more. But this one I toy with. I slice, I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards. Ihr wisst, dass ihr Lava tot ist. Ich glaube, das ist ihr bewusst. Ihr wirkt etwas angespannt. Viel Glück bei der Jagd. Wie langweilig. Das geht doch gewiss etwas kreativer. Ihr wirkt You etwas simply do not angespannt. understand the hunt. True joy is the feel of screaming flesh beneath your fangs. Now I must return to my prey. It has been too long since it felt the bite of fear. Gegenseitiger Respekt. Karlach ist inspiriert. Okay, klar. Nettes Kitty Cat, viel Spaß mit der Larve. Katzenloch. That's for someone teeny tiny, not Kitty. biggie biggie. Hat sie sich gerade selber Biggie Biggie genannt? Ernsthaft? Biggie Biggie. Ja, genau. Teeny Tiny und Biggie Biggie. Ich glaube, meinen nächsten Charakter nenne ich dann auch Biggie Biggie. Oh Mann. Den Rauchspruch haben wir, glaube ich, gerade eh nicht dabei. Dann gehen wir doch hier hinten wieder rein. Hallo. Timothy. Tomelia. Barnabas. Die haben alle Namen mit Anführungszeichen. Oh, die sind unterworfener Wille. Oh Gott, das sind. Okay. Kann es sein, dass die drei hier zu dir A gehören, da moment, unten? true soul. You use a spoon to stir the soup, Barnabas. Forget the axe, my darling. Now, how can I help you? Barnabus? Ich habe noch nie einen zahmen Gnoll gesehen. Ja, ich habe noch nie einen Soft zahmen. and sweet as pudding, isn't he? He no longer remembers his life in the wild. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. Okay. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie weich sind, vor allem nicht so weich wie ein Pudding. Ich glaube eher, dass sie ein bisschen kratzbürstig sind. Aber okay, ich habe nicht vor, einen zu streicheln. Ich dachte, die Absolute nimmt uns an, wie wir sind. Ihr habt die Absoluten tatsächlich gesehen. Herzerwärmt, ihr Name sei gelobt. Nolle sind Bestien ganz einfach. Ihr habt die Absolute tatsächlich have. gesehen? It is one thing to hear her voice. Quite another to feel the power she can grant. Observe. Barnabas, sweetie, come show what a good boy you are. What would you like him to do? Wie wär's mit einem Tanz? Tanzen lassen? Oh, you'd like that, wouldn't you, Barnabas? You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. No, Barnabas! We talked about this. Oh, ihre Kontrolle ein für alle Mal zunichte machen.
ihren Versuch nach Kräften zu unterstützen. Ihr seid wohl weniger gebieterisch, als ihr denkt. So, ich habe Angst, wenn ich mich jetzt einmische, dass ich dann unsere Tarnung aufschmeißen lasse. Trotzdem? Ich habe halt tatsächlich Angst, dass wir dann unsere... Wobei, es sieht ja gerade keiner, oder? Ich habe gespeichert, nur für den Fall, weil in dem Fall, ich möchte die Tarnung jetzt erstmal aufrechterhalten. Ich will den beiden Idioten da hinten nämlich noch ein bisschen Schrott verkaufen, bevor wir hier alles auf den Kopf stellen. Gespeichert habe ich gerade. Probieren wir es einfach mal. Bonus. 16. Okay. Astarion ist einverstanden. Okay. Taut beneath the blade, the connection simply snaps. Now, Barnabas, darling. Now. Another parasite. All trace of restraint is gone. Barnabas has tasted blood, and once more. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Kann es sein, dass jetzt gerade irgendwie eine Zwischensequenz gefehlt hat? Es wirkt jetzt gerade so, als ob uns das gefehlt hat. Okay, gut. Aber sie ist tot umgefallen. Das ist das Wichtigste. Überzeugen, ganz ruhig. Einschüchtern. Der Weisheit. Ach, ich glaube, das kommt gut. Einschüchtern. Wir knurren zurück. Das kann Karlach scheinbar echt gut. The beast sizes you up, then turns away to easier prey. The kitchen's rich stock of unguarded meat and a warm patch by the fire. Oh, die sind jetzt grün? Okay. Wir brauchen die Elitiden gar nicht dafür, dass die uns gehorchen. Gedankenexemplar. Ich glaube, das benötigt sie so nicht mehr. Getrocknete Würstchen. Das ist alles nur Nahrungsmittel, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Würde ich mal sagen, guten Appetit. Ich störe nicht. Und wir sind nicht aufgeflogen. Du-di-du. Können wir mit den Ghulen vielleicht auch noch reden? Liebe Ghule, geht doch alles ganz locker aus der Hüfte. Ich sage ja, Karlach kann mit Tieren. Mit sonst nicht so viel, aber damit geht's. Och, wo laufe ich denn jetzt lang? Ach, ich konnte hier nicht drüber. Oh, ups. Gut, Oh. Wir können also einmal hier außen drum herum laufen, okay. Können wir vorbeilaufen? Können wir mit den Ghulen reden? Hi. There is only the absolute. Barely alive by most standards. And still it bows to the absolute. Ich glaub, Junge, du hast da ein paar Flecken im Gesicht. Gut. Ich würde sagen, die, mit denen können wir nicht so viel anfangen. Und hier ist es kaputt, oder? Da kommen wir nicht drüber. Okay. Hier ist einmal einfach nur... Ich wollte da auch mal über die Wurzeln springen, aber der Charakter klettert erst hoch und springt dann runter, fast tot. Oh. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gesund. Haben wir hier irgendwo... Dann gucken wir uns mal noch ein bisschen drinnen weiter um. Nicht die Türen auf und zu machen. Wir wollen da durchlaufen. Mehr wollen wir gar nicht. Hier drüben ist auch noch wer. Na komm, reden wir mit den Herrschaften hier noch. Hi. Was ist mit euch hier?
They come back. Okay. Wir schauen uns hier erstmal. Ist hier oben irgendwas? Können wir hier hinlaufen? Okay, da können wir hinlaufen. Wir können hier. Hey, wir können hier überall oben rumgurten. Und können so auch hier einfach hingehen. Okay. Ich möchte mich erst noch hier unten fertig umschauen und dann können wir eventuell die Gruppe splitten und Gale mit Astarion oben rumlaufen lassen. Könnte, glaube ich, nicht schlecht sein. Hallo, irgendjemand da? Ich suche immer noch ein bisschen Milch. Nee, Schweineding brauchen wir nicht. Irgendwas hier Sinnvolles drin? Gar nichts, super. Hier hat jemand hingerotzt. Wundervoll. Ah, hier ist noch jemand. Mit dir können wir vermutlich auch noch reden, oder? Ist das auch ein Händler? Araj O'Blodra, trader in blood and the sanguineous arts. It is a pleasure to stand before a true soul and your pale companion. I'd like to offer my services, if you're willing. Was macht denn so eine Bluthändlerin? Warum interessiert ihr euch für meinen blassen Freund? Ich bin ganz Ohr. Plainly, I'd like your blood. A vial of true soul's blood, specifically. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Okay, was genau ist das für ein Trank? No idea, but it will be unique to you. Your blood essence and the Absolute's blessing intertwined. We can learn exactly what that means together, Und was genau habt ihr dann mit meinem Blut vor, das ihr behaltet? Research, naturally. A little experimentation, perhaps. I have an innate curiosity for all things sanguine. Oh. Ich glaube, die Gnade des Absoluten. Ich glaube, das würde ich eher machen bei einem Dark Urge Run, weil. Dann, wobei, dann haben wir vermutlich den Segen schon, aber. In dem Fall traue ich mir. Should you change your mind? Sehr schön. Although es ist also nicht geblockt. One more thing we could discuss. Your friend. He's a vampire, no? Or one of their spawn, at least. Oh, don't worry. We're all friends under the Absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. I assume he belongs to you? Wie bitte, er gehört sich selbst. Wir reisen gemeinsam mehr nicht. Macht, was ich sage, wenn ihr das meint. Ja, nur mir. Ich habe das dumpfe Gefühl, für die Antwort mag er uns noch nicht gut genug. Wobei, das ist so ein bisschen Beschützerinstinkt von Carla. Ich bin neugierig. Well, I hope you don't mind sharing him for just a minute. Do you have a name, Spawn? Astarion, but hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire since I was a young girl. I'm sorry. You want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death. Yes, I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. I will have to decline. Excuse me? This is a once-in-a-lifetime opportunity, and you're squandering it. I gave you my answer. Can't you talk some sense into your obstinate charge?
Chat sagte, er soll beißen. Er hat Nein gesagt, das gibt nichts mehr zu diskutieren. Erstaunlich, Astarin. Ich dachte, ihr würdet so eine Gelegenheit beim Schopf packen. Weißt du einfach, der Trank klingt nützlich. Das ist tatsächlich so ein bisschen erstaunlich. I'm sorry, but could you excuse us a moment? Are you actually asking me to do this? Treating me for some potion? Because there's something wrong with her blood. I can smell it from here. It's rank. Was meint ihr damit? Was stimmt nicht mit ihrem Blut? Ein so mächtiger Trank könnte unser Schicksal verändern. Das ist einen schlechten Geschmack im Mund doch wert. Es ist eure Entscheidung. Seid nicht so zimperlich. Es ist nur ein Biss. Einmal knabbern, fertig. Was meint ihr damit? Was stimmt nicht mit ihrem Blut? I can't say. It just smells wrong. Unnatural. Drinking it wouldn't kill me, but it would not be pleasant. I don't have all day, true soul. Gut, nichts, was ihr nicht möchtet, eure Entscheidung, aber wir könnten diesen Trank wirklich gebrauchen. Reißt euch zusammen. Wir könnten diesen Trank wirklich gebrauchen. Reißt euch zusammen und beißt sie einfach. Eure Entscheidung, aber wir können diesen Trank wirklich gebrauchen. Bin jetzt gerade eher für zwei, weil vielleicht kriegen wir das freundlich. Fine. Ist nicht einverstanden. Verdammt. Darling, I've had a sudden change of heart. After all, who could resist such a delectable neck? Ja. Hold very, very still. Incredible. Incredible. Oh, es tut mir leid, Asari. Aber ich hab doch gesagt, eure Entscheidung. Oh, hell's. Not your taste. You're fetid. Oh. Full of corruption. Oh. I feel exquisite, though. So here's my part of the bargain. I hope you find it as satisfying as I found this. It was everything I imagined, and then more. I'll be able to put this to good use. Sorry, Astarion. Ich dachte, wenn ich ihm sage, hier, es ist deine Entscheidung, ist er mir dann nicht böse, wenn ich, anstatt dass ich ihn zwinge, weil es war schlussendlich seine Entscheidung. Hätte er jetzt Nein gesagt, hätte er Nein gesagt. Wäre jetzt auch okay gewesen. Ach, Astarion. Ich verstehe dich nicht, Junge. So gar nicht. Hier. Erhöhe deine Stärke dauerhaft um 2. Okay, Belohnung dafür, das Oblodra gebissen zu haben. Vampirismus und wird manchmal als dunkle Gabe oder auch einfach dunkler Kuss bezeichnet. Vielleicht eine Anspielung auf das vampirische Verhältnis zum Sonnenlicht. Vampirismus hat aber auch zahlreiche Vorteile. Dieser Trank ist einer davon. Kriege ich dann 22 Stärke? Geht das überhaupt? Ich speichere zur Sicherheit mal, weil wenn jetzt das mit den 22 nicht funktioniert, kriegt das jemand anderes, aber... Doch, geht. Vielleicht schafft Karlach jetzt das nächste Mal den Stärkewurf. Jetzt, wo sie 4 Punkte extra hat, ne? Okay, aber der Trank ist wirklich gut. Das kann man echt nicht leugnen. Der Trank ist gut. Hi, Pilger? She sees everything we are. Do you understand? There is no hiding from her. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Oh, und ich wollte noch bei ihr einmal... Wobei, das kann ich auch später machen, wenn ich meinen ganzen Schrott verkaufe, dann kann ich ihr vielleicht auch noch ein bisschen was andrehen.
waren wir hier drin schon? Hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Okay. Finde heraus, wo in den Türmen des Mondaufgangs die Tieflinge festgehalten werden. Okay. Darf ich einfach reingehen, oder? Die Tür schaut ja cool aus. Wir speichern zur Sicherheit nochmal. Aber hey, eine Sache muss ich jetzt noch kurz nachgucken. Astarion ist... Okay, immer noch neutral. Er hasst uns nicht. Das ist bei ihm eine echte Gratwanderung. Also so richtige Gratwanderung. Oh ja. So. Hi. Okay. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, no, it was Minfara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Schweigen, zusehen, hört, hört, angreifen oder tötet sie nicht. Sie sind treue Anhänger der Absoluten. Ich glaube, ich würde tatsächlich jetzt erstmal schweigen. Eins, tötet sie nicht, das sind treue Anhänger. Eine Stimme im Chat sagt eins. Gibt es noch von Leuten, die nicht gerade unbedingt schreiben möchten, noch eine Antwort? Meine Tendenz war jetzt eher zu schweigend. Und der Chat sagt eher, töte sie nicht. Okay. Ich vertraue jetzt einfach mal dem Chat. A new true soul come to share their wisdom. We did as we were told. We're loyal to the absolute. Kill him. Silence. True soul, you have seen these goblins at work, have you not? What say you? Ich hab mir Catherick irgendwie anders vorgestellt. Bisschen größer und mit einem Helm. Und nicht wie... Ja, wobei, der ist ja schon richtig alt. Das ist... Ja, okay, er ist schon ein bisschen älter, aber vielleicht habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich ihn mir irgendwie mit Helm vorgestellt habe. Sie sind der Absoluten gegenüber loyal, das muss ich ihnen lassen. Töte sie einfach, sie sind wertlos, der Tod wäre noch zu gut für sie. Oh, wait, den kennt... Kennen die uns? Oh, ich hoffe, die können uns nicht verraten. Drei? Jetzt aber im Ernst, mir kommt der hier gerade irgendwie bekannt vor, optisch, aber ich bin mir jetzt gerade beim Namen nicht mehr sicher. Oh Gott, die können uns hoffen. Bitte sag, dass sie uns nicht verraten können. Dann wäre der Tod noch zu gut. Wäre noch zu gut für sie. Kennen wir die irgendwo? Mein Hirn rast gerade so richtig am Überlegen, ob ich sie irgendwoher kenne und ob sie uns verraten können. Weil das befürchte ich nämlich gerade. Okay, Chat sagt, Tod wäre noch zu gut für sie. Ach komm. Alas, it's the best option we have. Mercy, General! Pesarek, doch, den kennen wir. Kill them. Quickly. What? No! Kann nicht voten? Okay. Freaking old bag of shit! Ich glaube, der wäre nicht so lange so alt geworden, wenn das so einfach funktioniert hätte.
Und der Name sagt mir doch was. Der hätte uns verraten können. Sorry, my lord. She's an unbeliever. Outside my control. Oh, sie hat kein Würmchen. Try again. Ich glaube, das reicht nicht. No. No! Oh. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Wenn du nicht voten kannst, dann schreib einfach die Zahl entsprechend in den Chat rein. Da gucke ich auch immer zuerst hin und rechne das zusammen. Auch wenn ich dann zum Beispiel eine Stimme mal doppelt rechne. Ja, dann passiert das halt. Weil am Handy zum Beispiel kann man nicht voten. Was genau soll ich mit ihnen machen? Danke, das wird mir ein Vergnügen bereiten oder knapp nicken. Wir sagen mal lieber nichts. Knapp nicken. Here in the seat of the Absolute's power. Your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Wusste doch, ich kenne ihn. Lasst eure Gedärme auf den Boden fallen. Ich will euch bluten sehen. Kein Wort mehr, nein, kein Atemzug mehr von euch. Ein Tier zeigt in Bedrängnis seine wahre Stärke. Zeigt mir eure, kämpft. Lasst sie frei. Ich hab halt, der kennt uns. Ich hab tatsächlich gerade bammelt, dass der uns verraten kann. Chat ist hin und her gerissen zwischen 1 und 4. Freilassen oder Gedärme? Theoretisch könnten sie aber dann Verbündete sein, wenn wir das Ganze hier in die Luft jagen, wenn wir sie jetzt freilassen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was wir mit ihm das letzte Mal gemacht haben, woher wir ihn genau kennen und warum er noch am Leben ist vor allem. Oh, warte, ist das der aus dem zerstörten Dorf? Kann das sein? Oh, Karlach kann das, glaube ich, nicht. Wir sind rechtschaffen und gut, leider. Wir sind eigentlich rechtschaffen und gut. Ich glaube, das machen wir beim Dark Urge Run dann einfach. Oh, praise the Absolute! Astarion! And praise her, true soul! Your merciful streak will be the death of us one day. Let's hope Zarel won't be too angry. The seat of the Absolute's power, occupied by a general that cannot be killed. But his followers are flesh and blood. Sie sind grün. We must learn what fuels his power. Mein Problem ist tatsächlich dieses In-Character-Bleiben. Weil sie ist eigentlich... Ich glaube nicht, dass Karlach so böse so tun kann, als wäre sie so böse, dass er einfach sagt, so bringt euch um. Ich glaube, das könnte sie nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich persönlich hätte es gemacht, aber Karlach eigentlich nicht. Die ist zu lieb, die ist zu gut. Oh, aber wir können da mal reingucken. Auch wenn es uns hinterher auf die Füße fallen wird, weil der uns nämlich kennt. Wusste ich's doch. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt nicht mit denen da oben unterhalten. Hätte die Tieflinge. Okay. Da gibt's eine Tür nach unten. Wir gucken uns erstmal, bevor wir jetzt nach oben gehen, gucken wir uns erstmal nach unten ein bisschen um. Und Astarion wird uns irgendwann richtig, richtig hassen.
Ah, okay. Ging ja auch nur um die Hakiri-Szene. Ich mach nochmal Dark Urge Run und wenn da die Szenerie nochmal so getriggert werden kann, dann... Ich versuche daran zu denken, ihn im Akt 1 am Leben zu lassen, damit wir ihn dann hier zerlegen können. So. Und ich glaube, hier unten könnten unsere Gefangenen sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Genau, wir spielen Heidi Tighty. Sie ist nett und lieb eigentlich. Then I shall have to keep them busy praying for mercy from other gods, won't I? Okay. You're mistaken, surely. I am not. But we've seen. Schwere Eichentür. Okay, hier können wir einfach durchlaufen. And not a single one came back down. Aber das triggert ein weiteres Gebiet. Dann schauen wir uns doch mal. Wir folgen einfach mal dem Blut. Lecker. Hi. Da ist, glaube ich, nicht mehr so viel von übrig. Nope. Hi, ich suche da so ein paar Gefangene. A new face. Do as the warden says, when she says, and you'll be fine. Ja, ihr zwei seid ja jetzt nicht so hilfreich, ha? Wo ich zumindest... Plant one foot in front of the other. Head forward. Back straight. Make them fear you. Okay, ihr seid wirklich gar nicht hilfreich. Schriftrolle Person... Für mich? Es ist nicht rot. Das wird mitgenommen. Das braucht hier scheinbar keiner. Liegt hier noch irgendwas Sinnvolles rum? Falsches Leben, das nehmen wir auch mit. Das ist auch irgendwie cool. Operations... Lecker. Okay. Na gut, hier ist aber tatsächlich keiner mehr, der uns irgendwie groß helfen kann. Vermute ich mal, wir können... Hier runter können wir noch laufen. Ah, ich suche hier nur eine Bagage an Gefangenen. Roland better be all right. Is Roland? He's probably holed up somewhere, planning to burst in, spells ablaze, and rescue us. I bloody hope not. Todesschutz. I'll never hear the end of it. Was bedeutet denn hier Todesschutz? Wenn die Trefferpunkte der betroffenen Kreatur das nächste Mal durch Schaden auf Null sinken würden, bleiben sie bei Bewusstsein und behält einen Trefferpunkt. Oh. Yay? Heya. Hi, Leah. Let me guess. The absolute is the only way. Don't bother. Why don't you and Zevlor take a long walk off a short cliff? Hast du uns irgendwie gerade nicht wiedererkannt? Kann das sein? Your conversation has been cut short. These prisoners are for Disciple Balthazar's attention only. Okay. Ich habe Erlaubnis von Balthazar. Fragt ihn, überzeugen, was sollen die Gefangenen denn machen? Mich totquatschen? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Sag mal, was wollen sie machen? Was sollen sie machen? Ich bin nur neugierig, ehrlich. Your reasoning is hard to argue with. You're free to speak to the prisoners. So, bevor wir jetzt, wir werden ja belauscht. Hi. You want to help? The gnomes couple cells down are up to something, and we're in. Von mir kriegt ihr keine Hilfe. Viel Spaß in der Zelle. Was genau haben die Gnomen? Hä? Vor? Hab ich das jetzt mit dem Doppelklick? I'll get us out of here, Cal. Even if I need to kill every bastard in this hell's pit. I know. Na komm. And I'll be right alongside you if it comes. Den Bug hatte ich auch. Okay. Not now, not ever. Wolper. You ordered that guard about as if you were the absolute herself. What do you want with us exactly? Hi!
Ich habe dich seit längerem gesucht. Ich will euch helfen zu fliehen. Ich kann euch helfen zu fliehen gegen Bezahlung. Ich will euch nur in Ruhe foltern. Nee, ich will schon helfen. And why would you be so inclined? Barkus hat mir gesagt, dass ihr hier seid. Ich soll helfen. Ich kenne die Tieflinge, die hier gefangen sind. Ich will, dass ihr alle ausbrecht. Lasst euch helfen oder sterbt hier, ist eure Wahl. Mein Verstand gehört mir, die Absoluten hat keine Macht über mich. Ich arbeite heimlich für die flammende Faust. Bitte, dann sterbt hier, mir doch egal. Ich glaube, ich würde jetzt einfach versuchen zu überzeugen. Ganz im Notfall können wir die 1, glaube ich, immer noch drücken, oder? Ach komm. Das klappt. Na also. Hier. Ich habe das jetzt auch primär wegen dem Ansehen bei den anderen Gefangenen gemacht, weil Schaden kannst, glaube ich, nicht in Anbetracht der Tatsache, wie schnell wir uns Freunde machen können. Those Spitfires. Well, they certainly gave the guards a run for their money. And they'd be a help in the escape. I reckon you and I were meant to meet. I'm Wilbrun. Ich bin Karlach, freut mich. Reden wir über den Fluch. Das ist Karlach. Hi. Us and the tieflings both. But we're scuppered without the right equipment. We need tools. That headcase of a warden robbed ours, but anything that breaks rock will do. Even if it's not iron hand quality. Whatever you find, throw it through the bars. But for the love of Gerdl, make sure a guard doesn't see you. Or we're both done for. Okay. Stone. Okay. Hollow behind the back wall and beyond. Mal gucken, was haben wir hier sonst noch so rumgurken? Die Wärterin. Ach, das ist die uns gerade angegurkt hat. Hm. You spark of the familiar. Do I know you, true soul? Perhaps not. Your face is rather bland. Regardless, know this. I am the warden. The prisoners are my charges, and I answer to Disciple Balthazar himself. Stay on my good side. Okay. Euer Gesicht ist mir auch ziemlich nichtssagend. Wer ist Jünger Balthasar? Werde mein Bestes tun, euch zu beeindrucken, Gedanken wahrnehmen, behutsam den Verstand der Wärterin ergründen. Ihr konfisziert sicher viele interessante Dinge bei den Gefangenen. Ich suche einen bestimmten Gefangenen. Ach, der Ravengard ist hier unten ja auch noch irgendwo. Um Gottes Willen. Eure Leute haben in El Turel genug gelitten, nur um hier von einer der ihren eingesperrt zu werden. Lasst euch das kalt. Ich würde jetzt aufräumen, damit es keine Zeugen gibt. Aber ich... Sind die oben dann nicht pisst, wenn ich hier unten aufräume? Weil davon gehe ich jetzt gerade aus. Und ich will sie noch nicht anpinkeln. Fragen wir erstmal nach den konfiszierten Gegenständen. But all are kept out of reach and under constant surveillance in the office above. Prison security is my highest priority. Mhm. Gut zu wissen, wo die Sachen liegen. Vielen Dank für diese Information. Ist auch so. Wie dumm muss man sein, jemandem das einfach so zu sagen? Ja, die Sachen sind weggesperrt. Oben. Auf Koordinate und auf den Zentimeter genau, wo sie liegen. Warum? Hat doch oben auch geklappt. Stimmt, wenn man nicht... Wenn alle tot sind, dann können sie oben nicht Bescheid sagen, dass hier unten niemand mehr ist. Wer ist denn dieser Balthasar? They are letting all sorts become a trousseau these days. He is chief advisor to General Ketherick and one of the Absolute's favored. His necromancy is second only to the General's. It is an honor to serve him. Okay. Okay, den Sprung muss ich ja trotzdem drücken. Euer Gesicht ist auch ziemlich nichtssagend. But yours? It is now carved into my memory forever. Dein für immer wird nicht sehr lange sein. Ich sag's nur. Ich werde mein Bestes tun, euch zu beeindrucken. Ich suche meinen bestimmten Gefangenen.
Unsere Leute haben in El Turel genug gelitten. Weggehen. Überleg gerade. Aber wenn ich Gedanken lese, dann... Also Flucht mit Wachen, schwierig, denke ich mal. Ich habe es immer ohne Wachen gemacht. Ja gut, früher, bevor ich sie unten rauslasse, werde ich auf jeden Fall die Wachen hier unten eh alle wegmachen. Ist vermutlich deutlich einfacher. Geht auch ohne Fight. Okay, hab die komplett befreit und dann alles gekillt. Dieser Schrei im Hintergrund. Die sind alle so freundlich hier. Weil ich am... Wenn ich die Gedanken wahrnehme, kann es sein, dass sie das merkt, oder? Also es triggert dann ein Feind. Ja, aber da kamen alle entspannt weg. Wenn ich fehle. Soll ich trotzdem probieren? Ich glaube, ich bin neugierig. Ich kann da in einen Kopf reingucken. Und wieso steht da schon wieder -1 Intelligenz, obwohl da gerade +1 stand? Meine Intelligenzwerte da unten, also da unten stimmen irgendwie tatsächlich nicht. Kritischer Erfolg. With information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell, while the larger one triggers the alarm. And interesting items confiscated from prisoners lie above the warden's office, just up the ladder. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said, you are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. Ich dachte, ich darf mit ihnen reden. Ich werde mein Bestes tun, euch zu beeindrucken. Fragen wir mal noch nach den Gefangenen. Sounds important, and I'm afraid the mere dregs are the only ones left in my care. Okay. Lässt euch das mit euren Leuten eigentlich nicht kalt? Anyone who refutes the absolute is an enemy of mine, true soul. Ah. You would do well to remember that. Okay. Ich werde jetzt erstmal mein Bestes tun. Failing, then. Okay. Das ist ja... Ach schön, das ist... Yay, das ist ja super nett hier. Okay, das ist die Eisenleiter nach oben. Ich glaube, wenn wir die hochlaufen, wird sie uns andötschen. Die Tür ist abgesperrt. Okay, und das hier sind die Gefängniszellen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oben läuft auch jemand rum. Okay, okay, okay. Erstmal ja alles auschecken. Hier hat jemand wohl ein Beinchen verloren. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Schaut nicht danach aus. Oh. Okay. Das schaut jetzt nicht so einladend aus. Wenn ich hier rüberspringe? Wenn mich gerade niemand sieht? Der guckt durchgängig darauf. Das heißt, die sind vermutlich pisst, wenn ich darüber springe. Vermute ich jetzt einfach mal. Bin ich hier oben auch drauf? Ist da noch irgendwas? Oh, hier ist aber ein Weg hoch. Und die anderen folgen? Hier ist jetzt keiner mehr zum Gutachten. Okay. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Lager gehe und wieder rausgehe, ob sie dann alle neben mir stehen. Das wäre nämlich praktisch. Und ich werde mir das Lager hier unten einmal anschauen. Ah ja, geht, geht. Könnte schöner sein, würde ich sagen. Oh. In unserem Lager ist, glaube ich, ein Loch. Und jetzt müssten wir, wenn wir... Hat eh gerade keiner irgendwie einen zusätzlichen Quest oder so, irgendwas, was hilft? Nee, aber... Konservierter Bärenschädel. Yay, glaube ich. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen? Stehen jetzt neben mir?
Nein, ach verdammt. War ein Versuch wert. Dann schauen wir uns halt hier erstmal alleine um. Hier ist tatsächlich... Nee, hier ist ein... Okay, ein Erdhaufen. Vielleicht ist hier hinten auch ein zusätzlicher Ausgang. Oh, ein bisschen Gold. Das ist okay. Ja, hier sind... Oh, hier können wir runter. Was? Wo laufe ich gerade lang? Da möchte ich eigentlich nicht alleine runterlaufen, bin ich ganz ehrlich. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hier ist immer noch keiner, der uns beobachten kann. Aber so wie es aussieht, haben wir hier einen zusätzlichen Ausweg. Komm, einmal hüpf. Erstmal alles hier aufdecken. Okay, hier sind Schiffchen. Sloop. Okay, Kurzbogen, Knüppel. Rechte Armbrust. Okay, hier sind Waffen. Das ist sehr gut. Ich nur gucken, ob es irgendwie einen Weg gibt, die Leute hier rüber zu kriegen. What's that? Noch mehr Ausgrabungsstücke. Mir fällt jetzt erst auf, dass Karlach mal wieder jemandem in den Kopf gucken konnte, ohne dass derjenige das bemerkt hat. Da ist ein... Also See und Gedankenlesen scheint ja absolut top zu sein. Okay, da geht's nicht weiter. Oh. Hello. Wir haben einen Hinterweg gefunden. Aber ich glaube, das Ding kann ich nicht einreißen, oder? Immun gegen Hiebschaden, genau. Das heißt, du bleibst kurz hier und wir holen den restlichen Trupp dazu. Ah, okay, ihr seid jetzt auf die andere Seite gedoppelt. Na super. Ihr drei seid so richtig Intelligenzbestien, Leute. Echt. Hättest du vielleicht auch vorher einfach abkuppeln sollen. Ist hier irgendwas Sinnvolles? Nee, ne? Und kann man die Zellen untereinander verbinden? Nein, aber beide Zellen sind aber hier miteinander verbunden. Okay. Dann bewegen wir uns mal komplett unauffällig, würde ich sagen. So. Zu hoch. Shit. Doch, von da aus kommen wir dran. Sehr schön. Du kannst hochhüpfen. Kann der Rest hinterherhüpfen? Wahrscheinlich muss ich das wieder einzeln machen. Dann trennen wir halt alle voneinander. Weißt du als nächstes? Zu hoch. Okay, gut. Genau dafür haben diese beiden Herrschaften ja den da. Einmal hopp. Und du auch bitte einmal. Und unser Freundchen hier hat, glaube ich, jetzt gerade irgendwie Pech gehabt. Gut, aber ich glaube, der stört doch nicht, wenn der hier... So, wenn ich jetzt hier zusammenklippe, kommen die hier rüber? Kommt die? Gucken, bewegen sie sich? Nein. Ja. Vielleicht so. Okay, sie kriegen es nicht geschissen. Ist in Ordnung, dann muss ich euch halt einzeln holen. Ist gut. Oh. Nein, ich möchte bei ihr bleiben. So. Und zwar... Hier sind wir hochgelaufen. Wir koppeln dich mal kurz ab. Let's see. Oh, nee, ich möchte da nicht reinschauen. Hier ist das nächste Stück. Okay. Ah, deswegen können sie nicht rüberkommen. Ist okay. Den Sprung solltet ihr aber bitte schaffen, oder? Ja, Angriff. Dann kann man einen Weg spielen. Verbindung zum Chat. Oh, oh. Chatty, Chatty.
Meine Verbindung zum Chat ist weg. War ich eventuell vorher mal. Guter Plan. Ah, jetzt bin ich wieder drin. Ich habe gerade irgendwie scheinbar, wollte er mir den Chat nicht geben. Okay. Oh. Nein, damit soll ich draufhauen. Tagbuch aktualisiert. So. Die haben wir schon mal befreit. Na, ihr kommt jetzt alle zu Karlach. Mal herkommen. Leute, was tut ihr? Warum sind die Türen jetzt plötzlich offen? Oh nein! Seid ihr dumm, Leute! Let's try this way. Ja, aber warum geht das Gefangenentürchen auf? Das macht keinen Sinn. Die sind ja jetzt außen lang gelaufen. Weil der Wärter... Was für einen Sinn hat das, den von den Wärtern her aufzumachen? Die Logik erklärt sich mir jetzt persönlich nicht. Also so gar nicht. Aber okay. Super. Das ist optimal. Nicht genügend Bewegungsradius. Darf ich da rausspringen? Bewegung kostet doppelt. Schwieriges Gelände. Einmal rausspringen, bitte. Und wir... Geist nekrotisch. Wir machen mal den Gleißenden. So. Heißt Gnome beschützen. Mhm. Und die anderen Affen da hinten auch. Kann ich hier irgendwie anderweitig raus? Nicht genügend Bewegungsradius? Nee, da komme ich nicht mehr raus jetzt gerade. Weil ich natürlich mit ihm auch nicht mehr porten kann. Ziel zu weit entfernt. Ich habe natürlich auch keine... Um Gottes Willen, Leute. Das funktioniert schon mal richtig klasse. Hm. Zauber geht auch nicht, ne? Ja. Kann ich was werfen? Was werfen kann ich aber. Mit Nachteil, aber hey. Wir können Dinge werfen. Krieg ich euch drei hier zusammengezogen. Ja! Sehr schön. Okay. Bei dir interessiert das schwierige Gelände, glaube ich, nicht so sehr. Das heißt, du kannst mir schon mal hier durchdappeln. Du siehst wieder etwas. Okay. Das wäre eine normale Aktion. Die sind hier zu dritt. Kann ich? Wir hauen erstmal den hier rein. Und chargen darüber. Damit wir dir eine knödeln können. Ah, okay. Hat 2 Sekunden gedauert. Na gut. Aber hey, sie ist raus. Und sie hat natürlich nicht so viel Leben. Naja, gut, gut. Und du hier, ja. Warte, aber du kannst dich hier rausbewegen und dann... Kannst du von der anderen Seite kommen? Macht das Sinn? Vermutlich nicht so, ne? Wobei, die stehen hier auch. Die stehen frei. Ich sehe hier aber zumindest keine Gegner. Die sind, glaube ich, alle auf die andere Seite gelaufen. Kann das sein? Ich vermute jetzt einfach mal, weil hier hinten scheinbar nichts ist. Da sehe ich niemand rot. Nichtsdestotrotz traue ich den Braten nicht. Kann ich einfach durchschießen? Ich glaube schon, oder? Ja, die sind jetzt zu weit entfernt, okay.
Kann ich diesen Nebel eigentlich irgendwie auflösen? Nicht genügend Bewegungsradius. Na gut. Bleibst du hier hinten mal stehen, bis wir das mit dem Nebel beckern. Ja, den Caster unterbrechen ist ein Konzentrationsspruch. Okay. Ich muss gleich nur gucken, wer von den drei Deppen da der Caster ist. Okay, na komm. Spurten. Nein, nein! Oh Gott, okay, da oben ist einfach nur ein Auge. Ich dachte gerade, die laufen raus. Shit. Renn da raus. Nein. Deswegen verstehe ich nicht, wieso dieses Ding aufgegangen ist. Ich dachte, die warten drauf, dass wir es aufmachen, dass die auch hierher laufen. Die beiden Vollknödel. Impero, Tibi. Das heißt, ich schicke jetzt eigentlich Astarion und den anderen nach oben hin, weil das macht keinen Sinn. Der läuft jetzt in die richtige Richtung. Okay, die hauen einfach da oben auf den... auf das Auge drauf. Okay. Gut. Du gehst jetzt mal den Millimeter hier raus. So, der ist weg. Wer von euch macht denn diesen dummen Duschen? Konzentration, Hunger von Hadar. Du bist der Lackaffe. Okay. Den Konzentrationsspruch hast du drauf. Okay. Treffsicherheit. Mal gucken. Fehlgeschlagen. Na yay, Junge. Du bist ja super hilfreich. Meine Fresse. Na gut, dann haut Karlach halt drauf. Bin ich nur gerade am überlegen, was am gescheitesten ist. Bluten lassen. Na komm, gib ihm. Konzentration erfolgreich, verarsch mich halt. Ja, wenigstens hast du jetzt... Okay, Konzentration ist weg, Gott sei Dank. Spurten? Yay? Okay, Spurten zu Ende. Die laufen aber jetzt in die richtige... Oh Gott. Die laufen in die richtige Richtung. Nein, die wussten nicht, dass die Gnome vorhaben. War die Tür auf und sie sind geflogen. Das macht aber keinen Sinn, weil die Gnome wussten auch nicht, was wir vorhaben. Ne? Ich habe ja nicht mit denen geredet. Ich hätte die andere Wand vielleicht zuerst einschlagen sollen, echt. Bei den Gnomen ist aber die Wand zuerst aufgegangen, ja. Ja, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass die so dumm sind und dann die anderen Gefangenen auch freilassen, weil die anderen geflohen sind. Oh, guck mal, eine Gefangenen sind weg. Öffnen wir die Zellen der anderen. Ist irgendwie dumm. Tut mir leid, das ist halt irgendwie unlogisch und dumm. So, was können wir denn noch Schönes hier anstellen mit euch? Du bist keine Trefferpunkte zurückgehalten. Na gut. Erwische ich Karlach damit auch? Ich glaube, ich... Ja, ne? Mit ihr, bei ihr ist das so, dass ich das, dass ich die mit erwische. Du hast derweil deine Konzentration eh verloren. Weißt du was? Dann machen wir doch mal hier noch ein Hilfsmittel hin. Richtig schön mitten rein. Einen weiteren Kämpfer können wir definitiv gebrauchen. Ich überlege, ob ich Hüter des Glaubens hier vielleicht auch noch mit hinflacke. Nicht genügend Platz. Zwischen die Pfeifen. So. Dann können die sich da oben nämlich mit denen hier drum kümmern. Das ist Gale. Okay, sie kann sonst nicht wirklich viel machen, aber sie kann zurücklaufen und sich mit den anderen... Die anderen ein bisschen unterstützen.
Ich glaube, Karlach wird hier vorne hoffentlich mit den anderen auch fertig. Die kann sich ja noch heilen. Ich bin ja dumm. Hier, bitteschön. Bis wir gerade laufen können. Ich fange euch hier oben mal ab. Kann ich das trotzdem machen? Sehr schön. Komm. So, Zug beenden. Okay. Hauptangriff, der ist eh fast tot. Mal schauen, ist hier oben. Hier oben muss doch noch irgendwo einer sein. Genau, hier. Die hampeln Männer nämlich. Aber hier oben sind nämlich auch noch Wachen. Pfeifen. Warum müssten die auch da hochlaufen zu diesem Kackauge? Genau, genau das habe ich gemeint, ihr Flachpfeifen. Ja. Ja, wie gesagt, bei der Planung, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Bin ich ganz ehrlich. Dass das irgendwie, dass die aufmachen und dann, ja, gut. Wir kriegen die Situation irgendwie wieder unter Kontrolle. Ah, oh, oh, oh. Plus eins inzwischen. Oh, das kann jetzt ein bisschen dauern. Spurten, du rennst aber in die richtige Richtung, ne? Ja. Gott sei Dank. Du läufst in die richtige Richtung, du hier auch. Okay. Ja, euch pfeifen hier oben, versuche ich jetzt mal hier wegzuholen. Spurten, du rennst auch weg, oder? Nee, du bist ein anderer. Du bist hier oben. Okay. Dann ist hier als nächstes Astarion dran. Okay. Okay, da steht jetzt gerade keiner. Glaubenshüter Level 7, ihr mich auch. Macht das Sinn, den schon anzuschießen? Komm. Das Auge beseitigen wir jetzt mal. Und dem wollen wir nicht den Nahkampfangriff, aber bei dem können wir hier den Nahkampf. Kann ich euch zwicken? Make it hurt. Ja! Konzentration ist schon mal weg. Na, immerhin. Wenigstens irgendwas. So, euch beiden Flachpfeifen. Dir hau ich jetzt eine. Dir hau ich auch eine, weil du hast, glaube ich, keinen Schutz mehr, oder? Nee, du hast keinen Schutz mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kann ich die noch... Soll ich die verwenden? Komm, eine. Infernaler Zorn. Der Hass und Schmerz einer gefangenen Seele treibt Karlach infernalische Maschine an. Ihre Waffen und waffenlosen Angriffe bewirken zusätzlich 1 bis 4 Feuerschaden, wenn sie im Kampfrausch ist oder wenn ihre Trefferpunkte unter 25% fallen. So. Okay. Du Flachpfeife läufst auch. Nein! Wie oft ist die jetzt hin und her gelaufen? Okay. Du machst mal kurz hier ein. Perfekt. Kriegst du hiermit mehr Punkte raus? Ja. Einmal Massenheil. Damit Karlach gerade ein bisschen mehr abkriegt. Und dann rennst du leider in die andere Richtung. Die beiden kommen hier hinten, glaube ich, klar. Die Flachpfeifen da vorne brauchen Hilfe. Na komm. So, du kannst hier jetzt weiterlaufen. So. Wie viele Meter brauche ich zum Springen? Macht das Sinn? Ja, ich glaube, das sind... Ja, wobei, das sind 4 Meter statt 3. Ne? Den 1 Meter holen wir uns jetzt hier noch raus. So. Bitte bringt euch da oben nicht um.
leave you behind. Ja. So. Dir knall ich jetzt noch eine. Du bist tot umgefallen. Yay. Ah, da verschwindet der auch. Okay. Gut, dann komm du mal darüber. Der steht jetzt wunderbar als nutzloses Schutzschild da. Oh, Scheiße. Na gut. Ich vergesse manchmal, wie wundervoll schlau KIs sind. Na, überlebt ihr das da oben? Die laufen weg. Okay. Ihr rennt auch da oben. Alles klar. Richtige Richtung. Nein. Wobei, solange sie nur hin und her rennen, kann ihnen nicht so viel passieren. Ups. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich gerade überlege, zu neu zu laden. Schlicht und ergreifend. Ja. Ja, ich bin tatsächlich, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass sie das schaffen. Ja, ich denke, ich lade das erste Mal tatsächlich neu aufgrund genau dieser Tatsache. Weil das einfach sich mir nicht erschließt, warum sie Gefangene freilassen, die sie eigentlich nicht freilassen sollen. Soll ich dir einen Tipp geben wegen Vorbereitung? Nee, Tipp eigentlich nicht. Weil, wenn ich weiß, dass sie das aufmachen, dann gehe ich ja jetzt anders vor. Dann beseitige ich die anderen eher. Zum Beispiel die Augen. Die kann ich ja irgendwo hinlocken und dann sind die weg. Nette Herrschaften, echt. Gut, dann machen wir das jetzt tatsächlich etwas gezielter, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass sie das tun. So, das heißt, wir beseitigen jetzt erstmal Fuzzis. Und zwar werden wir das mit dir hier machen. Keep your distance, darling. Genau, keep your distance. Du läufst wieder zurück. Was? Nicht erreichbar? Ach so, weil du hier erst drüber springen musst. Das ist okay. Unsere kleine Geheimpfeife. Du gehst jetzt erstmal hin und sämtliche Augen müssen weg. Ganz, ganz wichtig. So, das Auge folgt dir. Startet das einen Angriff, wenn ich... Okay. Kann ich da rüberspringen? Ja, da kann ich rüberspringen, ohne dass mir was passiert. Sehr schön. So, dann gucke ich mich mit ihm jetzt hier einmal um. Okay, hier sehen sie nichts. Nicht erreichbar, was? Natürlich ist das erreichbar. I'd bet my last copper. Okay. Mal gucken. Die Wärterin steht jetzt bei den Pfeifen. Das macht ja jetzt noch weniger Sinn. Die ist doch nicht auf unserer Seite. Okay. Na gut. So, das Flachpfeifenauge. Ich überlege gerade, ob wir hier oben vielleicht anfangen. Wobei, dann greifen sie unten auch alle an. Okay, erstmal umschauen. Hier ist die schwere Tür nach draußen. Eins, zwei, drei. Oder eine Tür. Hier ist eine Treppe nach oben. Und hier sind auch noch Flachpfeifen. Zwei Stück. Okay. Wie viele Augen haben wir denn überhaupt? Müssen wir tatsächlich erstmal so taktisch vorgehen. Okay. Ja, aber das wird schon, das wird schon. Okay. Ein Auge, zwei Augen. Unsichtbares Sehen. Wie schaut es hier aus? Die sehen uns ja alle. Ist jetzt gerade hier überhaupt jemand drin? Hier ist gerade niemand da. Okay.
Alright. Wir machen hier erstmal die Tür zu. So. Die Tür ist zu. Da oben läuft aber jemand rum. Ein Auge, okay. Speichern wir nochmal. Ich möchte das Astarion nicht unbedingt umnutzen. Klettern da mal rauf. Bonusaktion. Ist schon mal weg. Da ist nichts Sinnvolles drin. Das ist die Beweistruhe. Schloss knacken. Ist jetzt gerade keiner da zum Glubschen. Solange es keine Eins ist, ist mir das egal. So. Mal gucken. Ist hier irgendwas Sinnvolles drin? Einschüchtern. Der Träger hält... Oh. Zauberrettungswurf, wenn er bedroht ist. Okay. Irgendwas anderes Sinnvolles? Nope. What's this? Priestersohlenschule. Oh. Ah, wir haben hier oben Hammer. Ulbrins Hammer. Okay. Das dann nehmen wir mit. Don't linger. Das sind nur Karotten, Goldring, Kelch. Ach so. Ja, die Karotte wollte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Egal. Verschlossen. Dann öffnen wir das doch mal. Gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles drin ist. So. So. Haben wir das alles hier ein bisschen sinnvoller? Na gut, okay. Das war jetzt nicht so hilfreich. Was knacken. Jupp. Und nochmal. Das kann ja Astarion komplett alleine machen hier oben. Vor allem die hinterhältigen Angriffe. Weil wenn Euglein plötzlich ploppt macht, interessiert das keinen. Invasionspläne, die nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Lederhalskette. Ach komm. Die Händler werden sich freuen, wenn wir ihr ihren eigenen Scheiß verkaufen. Und die Holztruhe noch. Immerhin, besser als nichts. Okay, wir haben zumindest schon mal Wolbrins Hammer. Muss ja keiner wissen, dass hier kein Auge mehr da ist. Mal schauen, dass wir die anderen auch noch leer kriegen, loswerden. Okay. Gefängnisprotokoll, was steht denn da so drin? Okay, eine Liste von Gefangenen, die in den Kerkern des der Türme des Mutaufgangs gebracht wurden. Die Seite öffnet sich bei folgendem Eintrag. Fion, federleicht, in Jünger Balthasars Obhut übergeben. Yusuf Furaha, tot in der Zelle gefunden, Überreste in Küche geschickt. Anushka Tarasova hat der Absoluten die Treue geschworen, zur Unterwerfung weitergeschickt. Hinweis, Jünger Balthasars Experimente sind nun von oberster Priorität. Alle Gefangenen sollen bei seiner Rückkehr in sein Labor verlegt werden. Darunter Wolpen, Nickel und Rena. Okay. Naja, nehmen wir einfach mal mit. Okay, das sind die ganzen Hebel. Die bringen uns jetzt nicht so viel gerade. Mal gucken. Wer läuft dir hinterher? Hm, wenn wir uns jetzt kurz mit Wolpen... Das ist ja der gute Wolbrin unterhalten. Die stehen ja schon auf der anderen Seite bereit. Your friend is lending a hand, but I'll not turn down extra help. Got any tools? Hier habt ihr diesen Hammer gefunden, gehört er euch? Ja. Bitte schön. Blessed Gerdul, I thought I'd never see it again. Gern geschehen. Thank you. So. Du hast schon mal deinen. The plan is to wait for a quiet moment, then bust out the back wall. Ja. We'll grab the tieflings along the way. We'll need them if it comes to a fight.
You, however, are the clincher. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards spot us, all of bloody Moonrise will come down on us. Bleibt in eurer Zelle, bis ich zurückkomme. Hurry, or we're all dead. Ja. Okay, wir müssen die Wachen beschäftigt halten. Und zwar diese Flachpfeife hier vorne. Na? Hallo? You spark of the familiar. Do I know you, true soul? Perhaps not. Regardless, know this. Ja, I am the warden. The prisoners are my charges, and I answer to Disciple Balthazar himself. Du bist hier. Okay, die anderen laufen eh hier lang, das heißt, wir können wieder zurückdoppeln. Du bist ja hier im Gespräch, wir nehmen mal hier alle mit. Okay. Ja, Ziel zu weit entfernt, ist in Ordnung. Die können aber die Wände jetzt zumindest hier selber kaputt machen. Dupdi-dupdi-du. So, kommen wir hier wieder zurück. Alle wieder zurückdoppeln, bitte. Ach ja. So. Hier sind wir wieder korrekt. Theoretisch müsstest du doch auch, wenn ich... Ja. Erst hier vorne hinlaufen, dann können wir runterspringen, weil sonst rallst du das nicht. Ist okay. Einmal rüberspringen. Ich hoffe, der Rest schafft das jetzt auf. Ja. Und der hat es auch geschafft, Gott sei Dank. So, dann kannst du dein Viech nämlich wieder mitnehmen. Okay. Das heißt, das waren 3 Augen, jetzt sind es nur noch 2. Können wir jetzt mit ihr reden, ohne dass sie es mitbekommt? Get us out of here, please. Before that headcase of a necromancer. Ich bin ja schon dabei. Okay, die dumme Nudel steht hier nebendran. Was, wir können ihr. Können wir ihr das jetzt überhaupt sagen? Erst Balthasar. Suchen gefangenen Herzog. Es ist genau das gleiche. Wie sonst auch. Okay. Das bringt uns also herzlich wenig. Können wir das noch irgendwie anders machen? Ja! So. Das ist die Bonusaktion. Eigentlich dürfte das dann einfach, wenn das keiner sieht. Und weg war er. So, noch ein Auge weniger. Da ist noch eins. Na komm. Ah, der eine schaut da gerade. Okay, na komm, lauf weiter. Das Auge müsste ja dann... Na komm, lauf weiter. Können wir dich vielleicht... hier drüben locken. Wobei, du folgst jetzt eh hier alleine, ne? Okay. Du bist denn hier jetzt eh gleich alleine? Kleines Äuglein. Ja. Rundenbasierter Modus. Du gehst wieder in die Hocke. Ah, nee, das ist nicht gut. Aber hier... Weg ist es. Das müsste theoretisch das letzte Auge gewesen sein. Oder? Haben wir noch irgendwo eins übersehen? Ich glaube nicht. Dann haben wir noch die Flachpfeife hier. Und da vorne eine Flachpfeife. Das heißt, die sind jetzt nur noch zu dritt und dürften nicht mitbekommen... wenn wir angreifen. Du bist auf jeden Fall taktischer als ich, die Sache rangeht. Ja gut, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie... Ja. Ein paar unlogische Dinge passieren. Deswegen bin ich jetzt extra vorsichtig.
bin nur gerade am Überlegen, wie man das jetzt am dümmsten macht. Weil theoretisch... Weil wenn ich jetzt mit ihr hier rede, stehen jetzt sowieso alle mit ihr drumherum. Weil ich lasse Karlach mit ihr reden. Ja, Karlach, du bleibst hier. Dann kriegst du das nämlich direkt mit. Guck mal hier. Suche einen bestimmten Gefangenen. Ich finde nicht, dass ihr beschäftigt aussieht. That makes sense, true soul. You clearly don't know the meaning of the word. Blöde Kuh. He's probably holed up somewhere planning to burst in. Guck mal in die andere Richtung. Ja, ja. What is it? Nix, gar nix, gar nix, gar nix. Ja. Du kannst hier rüber gehen kurz. Und ihr zwei? Lauf darüber zu den beiden Pappenheimern. Ja. Wenn hier nämlich jetzt irgendwas passiert, kann ja mit dir jetzt reden, ne? Good work. We're gonna wait until it's quiet and then bust out the back wall. We'll grab the tieflings along the way. You, however, are the clincher. Ja. Once we move, we'll es wird Zeit. Move once it's quiet. Okay, ihr bewegt euch, wenn es ruhig ist. Das heißt, ich muss die Wachen erst loswerden, wenn ich das richtig verstehe. Also wir können hier rüber gehen. Außer Sicht. Wie viele Lebenspunkte hast du? 40. Ah. Kannst du? Du kannst das nur einmal als normale Aktion machen, ne? Whatever comes, I'm ready. Komm, gucken wir mal, dass wir sie irgendwie hier hinten überrascht kriegen. Und hoffentlich einfach geplättet. Ich stelle mir mal zu den Deppen da hinten hin. Ne? Wirf sie runter. Wie soll ich die denn runterwerfen? Die sind zu schwer. Das ist ein bisschen schwierig. Ach so. Oh, Karlach könnte das machen. Runterwerfen ist eine wirklich gute Idee, Chat. Wirklich gute Idee. Nehmen wir dich. Hallo. J-Journaleintrag. Journalie. Was sagt denn das Journalie? Rette Wulbrin. Die Gnome fliehen durch die Tunnel, aber noch sind nicht in Sicherheit. Wir müssen in den Rücken decken. Rette die Tieflinge. Ohne unsere Hilfe wird das gefährlich. Ach, du verarschst mich doch. Oh, Leute. Okay. Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Aber gut. So. Dann, liebe Wächterin, knallen wir dir erstmal eine. Hast du irgendwelche... Irgendwas? 18 Geschicklichkeit. Gelegenheitsangriffe, Extraangriff. Leicht fühlt sich... Okay, Feuerresistenz. Das heißt, mit Feuer brauchen wir die nicht kommen. Das ist in Ordnung. Aber... Wir hätten hier noch eine Gift... Weißt du was? Wir gucken mal, dass wir dich vielleicht auf den Boden bekommen. Ach, verdammt. War ein Versuch wert. Zweiter Angriff bringt jetzt nicht so viel Schwung. Auch nicht, weil ich dann an sie ran müsste. Das ist so das Problem. Ja. Okay. Kann ich einfach hochspringen? Kann ich da oben drauf? Nein? Okay, gut. War ein Versuch wert. Let's go. So. Du kannst ihm aber direkt eine von hinten pfeffern. Ja. Eins. Zwei. Drei. Müsste funktionieren. So. Okay. Das schaut schon mal gut aus. Der Sack blutet. Du läufst bitte zu ihm darüber. Ganz, ganz dringend.
Das sind ungefähr 18. Und hier 14. Oh, da war noch einer. Okay. Dann gucke ich mal, dass ich dich hier vielleicht noch erwische. Dann hat jeder seinen eigenen Kumpel zum Liebhaben. Ja, das heißt, du hältst den Sack hier auf. So, dass du auch die richtige Waffe in der Hand hast. Ja, ihr spurtet natürlich in die vollkommen falsche Richtung, oder? Schafft ihr das? Spurten? Imperativ. Einmal ein Schild, bitte. Ja, Fesseln ist in Ordnung, das ist nicht schlimm. Du rennst. Okay. Ja, gut. Du... Harlach kommt hier hinten mit dem Sackgesicht, glaube ich, klar. Achso, nee, du, der Kleine kann ihm vielleicht noch helfen. Nicht genügend Bewegungsradius. Verkackerst mich doch. Oh. 5%! Scheißt euch ein, Gabel ist hier. Okay, komm, Gabel. So. Naja, war ein Versuch wert. Hätte ja funktionieren können. Ihr spurtet hier hinten. Wo auch immer ihr jetzt hinrennt. So, du hier darfst erstmal in die Richtung hier zwiebeln. Wie weit kann ich eigentlich mit dir kommen? Sehr schön weit. Weil ich dann nämlich hier rüberlaufen kann. Hi. Und dir erstmal einen nageln. So, Feuer geht nicht. Aber Eis geht. Eismesser. Gegenzauber. Bitteschön. So. Bitteschön. Ihr spurtet jetzt in die Richtung. Ihr habt, glaube ich, hier hinten aufgemacht, oder? Habt ihr jetzt hier aufgemacht? Ja, nein, vielleicht. Nein, habt ihr nicht. Okay. Wundervoll. Ihr seid ja richtig, ja. Na komm, Gabelhähnchen darf ja auch mit rüber. Kann ich irgendwas werfen? Habe ich irgendwas zum Werfen? Zu schwer zum Werfen. Schade. Hätte ja sein können. Wobei, kann ich irgendwas anderes werfen? Hm, nix in Reichweite. Naja. Rüberfliegen kann ich auch nicht mehr, weil nicht genügend Ressourcen. Naja. Hähnchen ist jetzt nicht so hilfreich. Kritischer Fehlschlag. Naja. Du läufst jetzt hier erstmal in sie rein. Gelenkendes Geschoss. Nee, das dürfte sie abkönnen. Okay, du läufst. Du läufst in die richtige Richtung. Das finde ich gut. Und du bist hier super nutzlos. Okay. Spurten. Und Astarion ist wieder dran. Sehr schön. Astarion stellt sich jetzt mal hier hin und... Oder kann ich hier rüber gehen? Nein, kann ich nicht. Gut. Bewegungsrate verringert. Das schadet, glaube ich, dem guten Ding da gar nicht. Lahmgelegt. Sehr schön. Ich zwick jetzt mal nicht in unsere Freunde hier rein. Das ist ja... Stopp. So. Oh. Hatte der nicht gerade noch eine Aura? Mal hier rüberspringen. Das nutzt nicht so viel Bewegungsrate. Und hier rüber. Darf ich eigentlich... nee. Okay. Das darf ich leider nicht machen. Ich dachte, ich kann die Waffe vielleicht werfen. War ein Versuch wert. Kann ich? Nee, das Ding braucht noch eine kurze Rast. Das mache ich jetzt lieber nicht. Du hier... Todesschutz. Wenn du ein lenkendes Geschoss auf mich machst, mache ich auch eins auf dich. Bitteschön, kritischer Treffer. So gehört sich das. Du läufst in die richtige Richtung? Ja, du läufst in die richtige Richtung. Okay, ihr lauft einfach in die... Okay. Geschossfang, das dürfen wir immer machen.
Genau, da, lauf durch das Loch durch. Das ist in Ordnung. Du läufst jetzt auch mal hier rüber wieder. Das geht schon. Oh, stimmt, du kannst ja spürten. Lauf weiter, kleines Gabelchen. Gäbelchen? Ihr lauft auch. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, in welche Richtung, aber das ist ja auch egal. Dir geht's schon nicht mehr so gut. Bevor du dich vielleicht heilen könntest. Nach fehlgeschlagen, du mich auch. Du mich auch. Dann stellst du dich hier hinten hin. So. Als Schutz vor der anderen Seite. Kann ich das eigentlich beschleunigen? Nee, kann ich nicht, oder? Von hier hinten kann keiner kommen, weil die alle nicht wissen, was hier passiert. Wenn ich das richtig verstehe. Händchen darf wieder krabbeln. Bitch slap. Ich habe hier tatsächlich gerade einfach eine Ohrfeige verpasst. Kann ich sie schubsen? Ah, schade. Aber das Händchen darf nerven. Das funktioniert ja doch schon ein Vielfaches besser. Das bringt jetzt gar nichts. Komm. Die Waffe ist ein bisschen nutzlos jetzt gerade. Das ist die richtige Richtung. Die machen gerade Ringelpiez mit Anfassen. Auch okay. Hohe Treffsicherheit. Was können wir dir denn noch Schönes um die Ohren knastern? Blitzresistenz hat sie nicht. Das war die Wächterin. Einer fehlt noch, ne? Sonst geht's allen soweit gut. Das ist eigentlich nur der eine hier, oder? Kann ich darüber springen? Ja. Hi, Dude. Ich möchte nur einmal kurz kuscheln. Komm. Und tschüss. Leute, warum lauft ihr jetzt da? Ah, ja, gut, klar, weil jetzt plötzlich die Wand offen ist und statt durch das Loch, durch das sie gerade durchlaufen wollten, laufen sie jetzt stattdessen durch das neue Loch. Klingt logisch. Aber gut. Ich hoffe mal, dass die... Wobei, die haben oben, glaube ich, jetzt nicht mitgekriegt, was wir hier unten gemacht haben. Jeder hat das Anrecht auf sein eigenes Loch. Scheinbar. So, ihr... Braucht ihr Hilfe? Okay, eine Kette ist ab. Das kriegt ihr, glaube ich, alleine hin, oder? Na, wo ist denn Wulbrin? Da ist Wulbrin. Nee, da ist Wulbrin. Da. Quiet. Ja, ja. Ich habe euch gerade zwei von hinten verwechselt, weil ihr seht unfassbar ähnlich aus. Boat's good to go. All that's left, my plan for now is to hide out on the water. Unless you have a better idea. Gerade im Moment nicht. Ich werde mit euch gehen. Ich kenne einen Ort, das Gasthaus zum Licht. Dort werdet ihr sicher sein. Sucht im Osten nach dem Gasthaus des Lichts. Ihr werdet dort willkommen sein. An eurer Stelle würde ich auf dem Wasser bleiben, aber es ist eure Sache. Sollen wir mitgehen? Wenn du jetzt gerade am Übrigen kannst, gleich mit raus. Klamm und heimlich. Ich wollte mich aber noch ein bisschen umsehen eigentlich. Oder vielleicht, wenn wir dann außen... Dann können wir von außen testen, ob sie uns nochmal angreifen. Weil wir können uns ja auch noch, wenn wir alles platt gemacht haben, umschauen. Komm, wir bringen sie weg. Nur zur Sicherheit. No small claim in these parts. Mhm. Ich weiß. Wir bringen euch zurück. Okay. We made it. Endlich. Das war jetzt eine schwere Geburt, echt. You drift through the dark. Until time, skill or luck brings you to Last Light's dock.
hold there. You can't just land and start unloading strangers. They're procedures, damn it. No one gets in without being tested. Commander Jahira's orders. Also in der Situation so einen Scheiß noch einhalten zu wollen, ist auch mal ein Statement. Wir sind gerade den Absoluten entkommen. Diese Leute brauchen eine Zuflucht, keine Prozeduren. Der Heere hat allen Hafnern befohlen, mich kommen und gehen zu lassen, wie es mir passt. Ich habe eure verdammten Tests bereits bestanden. Ich kann doch noch lebhaft an die Ranken erinnern. Gut, testet sie. Ich habe eure verdammten Tests doch schon. Did, but your friends did not. Anyone could be infected, so we're checking all new faces. No exceptions. It, form a line. Let's see if the Absolute's little pet recognizes any of you. The Absolute's what? What are you doing? Er will nur sehen, ob ihr infiziert seid. Es ist sicher, ich verspreche. Es tut einfach, was er sagt. Glaubt mir, es ist besser so. Ihr habt noch nie doch nicht gedacht, ihr werdet entkommen. Niemand entkommt der Absoluten. Ja, komm. If what you said is true, no one has anything to fear. If not, well, we'll soon find out. In dem Fall ist es vielleicht doch sicher, bevor wir jetzt irgendeinen mitnehmen. Noch zur Sicherheit. I'll not ask again. That's it. This won't take long. Immerhin, sie machen eine Reihe, das ist ja schon mal etwas. Einer nach dem anderen. Es dürfte ja jetzt eigentlich nichts passieren, hoffe ich mal. Ist der gerade gegen uns gehüpft? Okay, klar, warum nicht? Dort ist keiner. Ich warte jetzt noch ab, bevor jetzt hier irgendwas ist, ob das irgendwie zu einem Problem wird. Mal sehen. Ich habe zwar nicht das rausgefunden, was ich rausfinden wollte, aber hey, immerhin. Besser als nix. Keiner? Auch keiner? Oh Gott, braucht der lange. Bei uns ging das irgendwie schneller. Kannst du nicht einfach hingehen, das einmal so halten, vorbeilaufen und du wirst schon melden, wenn da was ist? Mein ja nur. Ich vermute jetzt einfach mal, dass da tatsächlich nichts ist. So. Das ist der Keller. Wir sagen mal oben Bescheid, dass wir hier ein paar Leute wieder heimgebracht haben. Hafner. Hi, ihr Pappenheimer. Was mir jetzt gerade noch ein bisschen fehlt, zum einen Moll haben wir nicht gefunden. Da müssen wir auch noch gucken. Komm, reden wir mal kurz mit ihr. The shadows haven't consumed you. Good. Ach ja. Ach ja. Nichts Neues zu berichten, aber die Suche geht weiter. Ich habe Catherick gesehen. Er hat sich vor meinen Augen regeneriert. Gruesome, isn't it? Mhm. I'm glad you survived the encounter at least. Did you learn anything more? Noch nicht. Es gibt Teile des Turms, die ich nicht betreten kann. Catherick. Ja, das stimmt eigentlich. Paranoid. Good. That means he's protecting something. Yeah, wait, stimmt. It's the source of his invulnerability. He'd protect that at any cost. Was there anything else? Er nennt sich der Auserwählte der Absoluten. Chosen? That's three masters Catherick has served. Our paladin isn't very picky. He's aligned himself with mind flayers. But I cannot see what he gains. Perhaps we can force it out of him once we have him up against a wall. Was there anything else? Nee, gerade nicht. Ich wollte noch etwas anderes fragen. Hast du vielleicht noch Milch? Nein? Ne, schade. Ist eigentlich unser Vollpfosten... Ach, okay. Wenn man einfach hochgeht, können die porten und sind dann schon da. Sehr schön. Blast it all. You need to deal with him. Ja, ja. Nichts Neues. So, Roland hat das auch heil wieder zurückgeschafft. Na, immerhin. Did you enjoy relaxing here while I battled that wretched darkness? What were you thinking?
I'm sorry, we got captured by murderous lunatics. I thought you were dead, you ass. Both of you. We're all safe, Roland. That's what matters. Ja. Ich glaube, dem ist der Alkohol ein bisschen zu sehr ins Gehirn gestiegen. Ich dachte, ihr werdet froher über das Wiedersehen. Roland, ging es gar nicht gut ohne euch. Es war dumm und leichtsinnig, sich fangen zu lassen. Also, wer bezahlt mich? Ich dachte eigentlich, er ist froh, sich wiederzusehen. I thought my entire family was dead. I'm sorry. We should have been here. No, no, it's not your fault. I shouldn't have shouted. I'm sorry. Thank you for saving me and the two idiots. Irgendwas hinzuzufügen, Roland? I've lashed out at you, drunkenly and otherwise, and you helped anyway. You didn't deserve that. I'm sorry. And thank you. Na, geht you doch. Went out of your way to help us. It's only right you get something in return. Here. I hope it helps. Belohnung. 442 Gold. Roland hat uns dafür gedankt, seine Familie gerettet zu haben. Immerhin. Das ist okay, das ist okay. Und gewischt haben sie hier trotzdem nicht. Wundervoll. Gab es noch irgendjemand, mit dem wir reden konnten? Ich glaube, soweit nicht, oder? Warte, doch. Mit einem können wir noch reden. Junge, wir haben deinen Kumpel gefunden. Ah, there you are. Everyone seems to be quite a flutter. Do you know why? Habt ihr nicht gehört? Ich habe die Leute aus den Türmen des Muttergangs befreit. You did? But that means... Raum weiter, Junge. Wolverine! Where is he? Dass der das nicht mitgekriegt hat. Hier. Ja, das hat jetzt einen Moment gedauert, Junge. Ach, du meine Güte. Kann ich mit euch jetzt reden? Wolverine! Ah, I heard you might be about. How the devil did you get stuck here, Barkas? I'm not stuck. I came to find you, of course. Why would you do a foolish thing like that? Really, Barkas? Unfortunately for me, you're my friend. Rescuing you from mortal peril is my right. But you didn't rescue me, did you? I rescued myself with the aid of this helper. Ah, it's you. I should have guessed. Thank you very much for your help finding Wolverine. You don't belong here, Barkas. As soon as the way is clear, pack up and head to Baldur's Gate. But... Wolverine... The rune powder. We need to discuss what you're going to... I said go home! Ihr wisst nicht, was Barkus durchgemacht hat, um euch zu finden. Er hat recht, Barkus, Mistkerl. Nee, please, hier. That isn't necessary. Indeed. Neither of you has any clue what's at stake. And why should you? It's Iron Hand gnome business. Now, if you'll excuse me, I have a great deal to do. Well, there we have it. Wolverine is safe and sound. Thanks to you. I owe you a great deal. The brilliant retort, for starters. Here you are. As promised. Vielen Dank. I give you the brilliant retort. Now, I believe our business is well and truly concluded. Ihr schuldet mir nichts, Barkus, wenn überhaupt, dann Wolverine. Wolverine scheint ja ein echter Scheißkerl zu sein. Was habt ihr jetzt vor, Barkus? Eigentlich schuldet er mir nichts. Ich bezweifle, dass Wolverine das auch so sieht. Euch liegt wirklich viel an ihm, nicht wahr? Das Verhältnis kommt mir ein wenig einseitig vor. Ja, ich bezweifle, dass Wolverine das so sieht. This is just his way. Ja. Ist klar. Was habt ihr denn jetzt vor, Barkus? Well,
Perhaps Wulbryn is right. Perhaps I ought to return to Baldur's Gate. Wollten die Baldur's Gate nicht sprengen? War da nicht was? Das wird warten müssen, es ist tödlich da draußen. Oh, that's all right. I'm a patient fellow. I'm sure you'll clear a path for everyone. Soon enough. Ja, sehr wahrscheinlich. Wir haben noch eine Belohnung erhalten. Können wir jetzt mit ihm handeln? Marcus? Hm? Yes? Ich möchte handeln. I'm sure you also. Ah ja, so viel hat er jetzt nicht. Ein bisschen Akrobatik. Schalttafel. Was ist denn Schalttafel? Schalttafel, du giltst als Konstrukt. Deine Waffenangriffswürfe sind im Vorteil und du bist gegen Blitzschadenresistenz. 10 Züge lang. Okay, klingt irgendwie ganz nett. Rauchpulver. Überzeugen und täuschen. Naja. Ist sehr übersichtlich. Hier habe ich auch noch nicht gesehen. Was hast du noch nicht gesehen? Die Handschuhe, ach so. Okay. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir mit den relevanten Leuten geredet. Jetzt würde ich nur gerne einmal ausprobieren, ob die uns auf der anderen Seite angreifen. Ob ich mit denen noch handeln kann oder nicht. Ich hoffe es irgendwie, dass die das im Keller nicht mitbekommen haben. Hoffentlich. So, das müsste aber... nicht einfach hinporten? Ja. Mondaufgang. Sind wir noch Freunde? Also so echte, echte Freunde? Hm? Ja! Ha! Die sind alle noch gelb. Die haben den Keller nie mitgekriegt. Mais. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir können uns hier noch in Ruhe umsehen. Wir können noch mit denen handeln. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier eine Runde zum Lager. Weil wir jetzt alle ein bisschen... ja, wir sollten uns ein bisschen aufladen. Zumal wir jetzt eh schon Richtung Mitternacht haben. Will irgendeiner von euch mit uns reden? Ich glaube gerade nicht. Oder? Nein, schaut gut aus, schaut gut aus. Keine Questsachen im Moment hier zur Verfügung. Das heißt, wir können jetzt eine wunderschöne lange Rast machen. Yep, die brauchen wir ganz dringend. Hat jetzt irgendeiner einen Quest? Ich sehe... ja, oh. Oh, oh. Wait, was? Gale? Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Was? Im Namen von Gale? Ihr seid nicht Gale? Also gut, weißt mir den Weg? You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality, reconstituted in this case to play as emissary and usher. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me, it is a matter most urgent. Soll ich direkt mitgehen? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht direkt mitgehe. Ich bin neugierig. Nur zur Sicherheit, ich weiß ja nicht, wo wir jetzt landen werden. Also gut, weist mir den Weg. Simply follow yonder path and soon you will find him. Hä? Ach, ich soll schlafen gehen dafür? Okay. Das macht's ausnahmsweise mal hier ganz klassisch. Eine lange Rast. Keine Kontrolle, kampfunfähig. Ah, deswegen. Ah.
love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Es ist atemberaubend, Gail. Ist dieser Sternhimmel euer Werk? Ihr wirkt ganz besonders philosophisch. Geht es euch gut? Warum habt ihr mich gerufen? Ich fürchte, das ist alles nur ein Fantasiegebilde. Na, ich glaube, es ist atemberaubend, Gail. Ist dieser Sternhimmel euer Werk? Indeed. The curse is still present, of course. Just veiled. And at arm's length for now. Not a trick I can repeat often, but tonight... Tonight is different. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. And with company to match. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Ist das wirklich euer Wunsch, für das Versprechen von Mystras Vergebung sterben? Eure Bürde ist schwer, aber ihr seid ihr gewachsen. Denkt an all das Gute, das euer Opfer bewirken wird. Als ginge es nur um euch, wie viele werden sterben, wenn ihr das Ding in eurem Inneren entfesselt. Habt ihr keine Angst? Ich weigere mich zu glauben, dass dies das Ende sein soll. Wir finden einen anderen Weg. Ich glaube, Karlach ist eher zuversichtlich. Sie ist stur. Sie ist stur. Ich weigere mich. Thank you. But even if we do find another way, perhaps this is the right way. The end fate wishes for me. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Nichts ist unausweichlich, nicht wenn wir zusammenhalten. Ihr müsst nicht sterben. Ihr klingt entschlossen, wie euer weiteres Vorgehen aussehen soll. Ihr habt recht, so könntet ihr immerhin die Absoluten mit ins Verderben reißen. Warum seid ihr so sicher, dass es unvermeidlich ist? Wir haben dieses Herz der Absoluten doch nicht einmal gefunden. Nichts ist unausweichlich, nicht wenn wir zusammenhalten. Ihr müsst nicht sterben. One moment with you could sate me for a lifetime and prise the fear from my heart. I'm so very glad you came to share this with me. I know this is all unreal, but I created it for you. You must know that you're very special to me. If things were different, if we were home, I'd have taken time to do things properly, to say it all better. But time is short. I'm in love with you. Ich vorbeugen, um ihn zu küssen. Ich bin auch in euch verliebt. Ich erwidere eure Gefühle nicht. Soll ich ihn jetzt einfach küssen? Karlach kann ja jetzt. Na komm. Wir nutzen die Gelegenheit. Atombombenknubbel. Ihr seid ein guter Küsser. Ihr seid außer Übung. Ich hoffe, das war kein Abschiedskuss. Komm, wir komplimentieren ihn. Hier. And you're a bad liar. I lived the life of a hermit for some time before I met you. Safer for all, but not conducive to pleasures of the flesh. Ich will einen perfekten Bund. I want it to be perfect. Ach so. To bond with you in the way the gods do, intertwining our spirits in visions of the weave. Ich brauche keine Illusionen. Ich will den Gael, der hier vor mir steht, zeigt es mir.
Ich bin neugierig. Zeig's mir. How about the perfect night in Waterdeep? Yes? Let's imagine how it would be. The scene is this. You and I stand in the room that is the center of my universe. Sculptures, the paintings, the walls, livened by the spines of a thousand books. The grand piano plays the Lyrian suites all by itself, and as we look out beyond the arches that lead to the terrace, we see the weary sun take its daily dive into the sea. Favorite spot. Many times, evening turned to night and back to daybreak once more while I sat here, lost in words. Die beiden haben's doch nötig. Oh ja. Scheinbar ganz schön. Was ist das für ein Buch? Das findet ihr perfekt. Es wirkt so einsam. Liest ihr die ganze Nacht durch? Ich liebe eure rebellische Natur. Wir fragen mal, was ist das für ein Buch? It's called The Art of the Night. And it details the first 1000 nights of a newlywed king and queen. They turned everything they did into an art. The art of conversation. The art of taste. Time-honored and newly acquired. The art of the body. The exploration and acceptance of the self and the other. The art of the night itself. They say we take a page from their book. Sieht euch ähnlich jemand mit einem Buch zu verführen? Ihr seid erstaunlich gerade heraus, was eure Absichten betrifft. Gefällt mir. Wir haben uns frisch kennengelernt. Wir sind nicht frisch vermählt. Sieht euch ähnlich oder erstaunlich gerade aus? Ihr seid erstaunlich gerade aus. I'm many things, but Koi is not one of them. What do you say? Ich glaube, für den Part werde ich mich mal ganz kurz ausblenden. Ja, weg bin ich. Ich finde, es klingt herrlich, aber ich sehe kein Bett. Ich will den richtigen Gale, den Mann... Nicht das Fantasiegebilde. Ein hübsches Traubschloss, aber mehr nicht. Kehren wir zurück in die Wirklichkeit. Na, ich finde, das klingt herrlich. The stars will be our bed. Come here. Why confine ourselves to the pleasures of mortal flesh? There's but one stitch in a vast tapestry. Let me show you more. Zeigt mir mehr, zeigt mir alles. Wunderschön, aber ihr seid es, mit dem ich zusammen sein will. Mit dem Mann, nicht mit der Illusion. Ich glaube, es ist trotz alledem immer noch ein bisschen mehr als nur eine Illusion. Your bodies and minds weave together in a masterpiece of intimacy. Never have you felt such wonder, such love, as vast as the universe itself, and just as heavenly. Süß. Ich glaube, sie haben sehr erholsam geschlafen, würde ich sagen. Und wie erholsam. Hi, Gale. I wanted to talk to you about our night together.
Ich bin ganz ohr. Have you ever walked to the very edge of a great precipice and shuddered at how easy it would be to step into the void? Ever since Elminster told me of Mistress' expectations of me, felt like I've been walking along such a cliff face. The great drop to nothingness never out of my sight. But you, you led me away from the edge. Without your words, your touch, I fear I would have sought purpose and solace in that void. It reminded me what living can feel like. Er schmeichelt mir, soweit ich mich entsinne, habt ihr die harte Arbeit getan? Ich bin froh, das zu hören. Konzentriert euch auf das Gefühl, ihr werdet diese Entschlossenheit bald genug brauchen. Lustig, das könnte ich über euch auch sagen. Diese Nacht war in vielerlei Hinsicht magisch. Ich weiß, ihr meint es gut, doch ihr setzt mich damit sehr unter Druck. Ich kann nicht eure Krücke sein. Was immer nötig ist, um zu verhindern, dass ihr euch in die Luft, dass ihr in die Luft geht. Ich möchte ihm eigentlich... Ihr schmeichelt mir, soweit ich mich entsinnen kann, habt ihr die harte Arbeit getan. Na komm. Well, generosity is always a noble virtue. Whether it be in the streets, by the charity box, or betwixt the sheets. Besides, oder zwischen den Sternen. My propensity towards verbosity, surely can't be a surprise that I have a practiced tongue. I hope the end is much farther away than I had suspected. I hope that night meant as much to you as it did to me. And I hope we all have more time together. Together. Alone. Es war wunderbar, auch hoffe ich, dass da noch mehr kommt. Es war gut. Hört auf, nach Komplimenten zu heischen, wir haben zu arbeiten. Ja komm, warst jetzt im Bett, jetzt hör auf zu labern. Um Gottes Willen. Ihr habt dieses Feuer zu stark geschürt. Es wird bei dieser einen Nacht bleiben. Einfach gleich wieder absägen. Nee. Ich hoffe, dass auch mehr kommt. I'll see that there is. Woe betide anyone who tries to stop me.